Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich in World of Warships. Richtig, ja. Hab's letztes Mal falsch gesagt, aber ihr habt mich darauf hingewiesen und ich bin ja lernfähig. Ich hoffe, die Videos gefallen euch, denn wie ich schon so oft sage, irgendwie das Spiel macht richtig Laune. Mir macht's richtig Spaß. Ich habe auch unten den Link reingepackt. Ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr euch darüber anmeldet, verdiene ich auch den einen oder anderen Euro da dran. Okay, kommen wir zum Spiel. Ist natürlich wieder ein gewertetes Gefecht. Und das Ganze ist nachkommentiert, denn ich habe es gespielt und es war einfach nur eine epische Runde. Ich hatte noch nie so eine gute Runde in den gewerteten Gefechten. Naja, da habe ich es dann halt mit Shadowplay im Nachhinein dann halt aufgezeichnet und vertone es in dem Moment halt auch im Nachhinein. Wir unterhalten uns im Chat eigentlich im Prinzip darum, wo es hingehen soll. Ich versuche das Team immer zusammenzuhalten, weil es einfach besser ist. Wir können zusammen auf ein Schiff schießen und das schneller down kriegen, umso besser ist es für uns, weil dann ein Schiff weniger auf uns ballert. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir halt anzeigen, hey, auf das Schiff ballern wir als allererstes. In unserem Team haben wir einen Flugzeugträger Bogur, dann haben wir eine New Mexico, eine Fuso, eine New York, eine Kongo, meine Cleveland und eine Farragut. Auf der Gegnerseite haben wir ebenfalls einen Bogur, eine New Mexico, noch eine New Mexico, eine Fuso, eine Kongo, eine Aoba und eine Königsberg. Von daher ist der Gegner eigentlich richtig gut aufgestellt. Aber, und das muss ich dazu sagen, ich habe jetzt schon echt unheimlich viel Erfahrung gesammelt mit der Cleveland. Ich habe jetzt auch mittlerweile einige Flaggen und dadurch ist das Schiff einfach nochmal um 5% schneller. Und die Sekundärbewaffnung schießt weiter etc. Also es sind ja schon ein paar Sachen, die wirklich unterstützen, dass ich schneller die Reparaturmannschaft wieder einsetzen kann etc. So, dann natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, und das hat auch einer gefragt, warum kannst du denn mit der Cleveland so weit schießen? Ich habe den Captain halt hochgeskillt und da kann man dann halt in der 4. oder 5. Reihe, ich weiß es nicht mehr genau, kann man Geschütze bis zu 155 mm um 20% der Reichweite erhöhen. Und deshalb kann ich halt so weit schießen. Das ist ein super Vorteil, weil ich einfach, wenn ich es dann tatsächlich schaffe, die Geschosse von der Cleveland sind jetzt nicht allzu schnell. Und deswegen brauche ich halt immer unheimlich viel Vorzielen. Und, aber wenn ich dann mal treffe und setze tatsächlich das Schiff in Brand, das kostet denen dann schon ganz schön Lebenspunkte. Das bringt schon echt einiges. So wie ich jetzt zum Beispiel, ich brenne und dann verliert er halt nach und nach immer mehr Punkte. Und ihr seht, wenn man eine einmal repariert hat, dann dauert das eine Minute oder so, bis es halt wieder so ist, dass ich wieder reparieren kann. Oder bis der Brand von alleine gelöscht ist. Das dauert halt alles immer eine Zeit. Und über diese Zeit bekommt der einfach richtig Schaden. So, kommen wir zum Gameplay an sich jetzt hier. Ich versuche einfach hintenrum zu fahren und grundsätzlich auch mit der Cleveland immer so ein bisschen schräg zu fahren, weil umso schwieriger ist es, das Schiff zu treffen. Wenn ich jetzt einen direkten Zweikampf habe, versuche ich entweder sehr spitz schräg von dem Gegner wegzufahren oder drauf zuzufahren. Wenn ich dann so viel Feinde gegenüber habe, versuche ich halt hinter einem Berg zu kommen, damit ich halt nicht ganz so viele Schiffe habt, die dann tatsächlich auf mich schießen können. Und genau das ist das, was ich jetzt hier versuche. Und ich vermute, dass der Flugzeugträger halt hinter dem großen Berg steckt, was sich dann auch gleich bewahrheiten wird. Aber der ist leider sehr gut getarnt. Und von daher sieht man ihn nicht ganz so einfach. Da ist er. Ich schaff's tatsächlich, ihm ein, zwei einzuschenken.
Ihr werdet es aber gleich sehen, er verschwindet dann auch wieder direkt. Mein Problem ist jetzt, dass eine Aober das sieht, dass ich auf den Flugzeugträger losgehe. Und der fährt jetzt halt zurück, dreht und will natürlich den Flugzeugträger beschützen. Ja. So, der erste Schuss hat tatsächlich 9 Treffer erbracht, aber leider habe ich das Ding nicht in Brand gesteckt. Denn wenn der Flugzeugträger in Brand ist, kann er halt keine Flugzeuge mehr starten und landen lassen. Dann ist Feierabend. Ja, ist ja logisch, wenn die Landebahn brennt, ist es schwer für ein Flugzeug da nochmal zu starten oder zu landen. So, mein Team macht nicht ganz mit, also sie verteilen sich halt schon ganz recht auf der Map irgendwie, was ich ein bisschen schade finde. Es wäre schön gewesen, wenn mich da halt jetzt noch mindestens einer begleitet hätte, ein Schlachtschiff oder weiß ich was. Das wäre schon ganz cool gewesen. Weil ich krieg's jetzt gleich mit 3 Schiffen gleichzeitig zu tun, das werdet ihr gleich sehen. Und es wird halt richtig, richtig spannend. Wie gesagt, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, der Vorteil der Cleveland ist einfach, dass sie super wendig ist und für ihre Größe halt auch echt ziemlich schnell ist. Und deswegen kann ich halt den meisten Schüssen einigermaßen ausweichen. Dann ist die Panzerung natürlich auch einfach Bombe. Das muss man mal so sagen. Also ich liebe das Schiff. Es gibt kein besseres, was ich bis jetzt gefahren habe. Und ich habe echt schon einiges ausprobiert. Selbst Premium-Schiffe können meines Erachtens da nicht mithalten. Dann kann man in diesen gewerteten Gefechten ja sowieso nur 5er oder 6er Tier fahren. Und ja, da fällt, glaube ich, die Murmansk noch drunter. Ja gut, mit den Premium-Schiffen käme ich jetzt nicht ganz so gut aus, welche Premium-Schiffe dazugehören. Was ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren werde, ist, dass ich mir so ein Zielmod irgendwie anlege. Bedeutet, dass im Prinzip dieser mittlere Zielstrich komplett durch diese ganze, durch den ganzen Bildschirm geht. Und wenn ich dann halt, weiß ich nicht, eine Aober ist zum Beispiel recht schnell, gut, die Kongo jetzt nicht so, aber die Aober, die hat halt schon ganz schön Bums drauf, also die ist schon echt schnell. Und das heißt, wenn ich dann auf 16, 17 Kilometer schießen will, dann muss ich, dann sehe ich die schon fast gar nicht mehr. Da sehe ich vielleicht vorne gerade noch so die Spitze vom Schiff. Und da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn du dann wirklich so ein komplett durchgehendes Ding hast. So, da sehen wir es jetzt. 3 Schiffe tauchen da auf einmal vor mir auf. Und ja, das ist gar nicht so wenig. Und also es wird schon echt schwierig jetzt. Deswegen drehe ich halt ab und versuche dann jetzt wieder wegzufahren. Umso schwieriger ist es halt für die natürlich dann auch zu treffen. Aber gleichzeitig während des Fahrens immer so ein bisschen gucken, wohin es geht. Ja, dass man nicht irgendwo aufläuft. Denn wenn ich an so einer Insel auflaufe, dann habe ich echt ein Riesenproblem. Jetzt nehme ich mir das kleinste Schiff vor. Also sagen wir mal das Schiff, was ich am schnellsten down kriege. Damit ich einfach eins weniger habe, was auf mich ballert. Denn jetzt kriege ich halt doch ganz schön Schaden. Ich kann zwar immer schön ausweichen, aber das kann schon echt kritisch werden. Wenn die jetzt mich verfolgen, ja, bin ich schneller down als Bab sagen kann. So, natürlich wieder Brandmunition und der brennt halt auch schon. Kann jetzt dann auch nicht dauernd löschen. Jetzt hat er gelöscht, jetzt versuche ich ihn halt wieder in Brand zu stecken, damit er über Zeit einfach Schaden bekommt und down geht. Ja. Ihr seht's da, ich krieg halt schön eingeschenkt, aber es treffen halt immer nur so ein, zwei Granaten schlagen bei mir tatsächlich ein, weil ich einfach dauernd wie so ein Wackelschwanz hin und her fahre und ich glaube, die drei da, die müssen richtig abkotzen, weil es halt super schwer ist, dann halt mein Schiff zu treffen, ne? So, der eine ist jetzt irgendwie, entweder ist er abgesoffen oder nee, die haben sie jetzt aufgeteilt, genau. Ganz links, glaube ich, kann es jetzt nicht erkennen, fährt die Aober weg von mir und die brennt vorne lichterloh schon. Das ist natürlich ein super Vorteil für mich und das wird jetzt auch mein erster Kill werden. Da verabschiedet sie sich
Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt wieder in den Kampf gehe. Denn man sieht es, zwei Schiffe sind jetzt auf meiner Höhe. Und ich bin jetzt nicht mehr nur noch alleine gegen zwei Schiffe. Links die Erober hat jetzt auch schon richtig Schaden gekriegt. Also die dürfte dann auch gleich verschwunden sein. So ist es denn auch. Ja, von daher drehe ich ein und gehe mit meinem Team nach vorne. Weil natürlich lasse ich die jetzt nicht alleine, sondern jetzt wollen wir es wissen, jetzt holen wir sie weg. Es steht 3-2, was die Schiffe betrifft. Das ist für uns natürlich ein Vorteil. Aber der Feind fährt hinten rum und will jetzt so langsam mal unsere Area einnehmen, also was wir eingenommen haben. B. Das ist natürlich dann weniger schön, weil dann kriegt ihr halt richtig schnell viele Punkte. Jetzt leckt das Ganze ein bisschen, warum auch immer. Gut, jetzt merke ich, dass das gute Schiff da rückwärts fährt. Keine schlechte Idee, aber denn dauernd rückwärts fahren ist natürlich reichlich dumm. Und mit dem Schuss folgt dann auch gleich mein nächster Kill. Zumindest brennt er halt jetzt schon. Und da kommt dann der nächste Schuss und dann müsste das Ding jetzt auch eigentlich gleich versenkt sein. Der hält noch einiges aus. Wie gesagt, ich tue es ja nachvertonen und habe es im Schneide bekommen, deswegen sehe ich es nicht ganz so dolle. Aber ich weiß, das ist meiner. Er brennt halt lichterloh und das ist einfach so super nervig. Da hammern, wenn du die ganze Zeit nur am Fackeln bist und am Brennen bist. Und dafür ist die Cleveland ja auch absolut berüchtigt. So, jetzt fahre ich natürlich um unseren Flugzeugträger, den ihr hinten links seht. Fahre zudem ganz einfach, weil der jetzt von mir beschützt werden muss. Denn die haben gerade die Verfolgung aufgenommen. Und ich will ja nicht irgendwie, ne, klar, logisch, man unterstützt da sein Team und ich bin halt eins der Schiffe, was wirklich schnell ist und es tatsächlich halt auch mit so einem Gegner aufnehmen kann. Jetzt sehe ich natürlich, da hinten kommt noch ein größeres Schlachtschiff auf mich zu, das kann Aua machen, wenn der mich trifft. Und da kommen auch schon die ersten Schüsse reingewinkt gleich. Mich begleitet dann aber noch ein Schiff aus dem Team. Da kommen jetzt die ersten Kanonentreffer und ihr seht da, wie gerade meine Gesundheit flöten geht. Der andere, ja, macht es mir natürlich auch einfach. Er fährt immer schön die Linie weiter. Das heißt, es ist nicht schwer, ihn zu treffen, sodass meine Schüsse ihn fast alle in Brand setzen, jedes Mal. Und das ist keine gute Entscheidung, wenn er jetzt entweder von mir wegfahren würde oder auf mich zu, wie auch immer, dann habe ich es halt schwerer. Ne? Da würden halt nicht alle Geschütze treffen. Guckt euch das mal an, das sind 9 Treffer. Das heißt, jedes einzelne Geschoss, was ich losgeschickt habe, ist auch bei ihm reingeballert. Jetzt sind 7 Stück sogar. Da hat er natürlich dann schlechte Karten, logischerweise. Und dann mache ich halt auch richtig Punkte, weil ich halt unsere Flagge da verteidige, wenn ich ihn jedes Mal treffe. Ja, und er brennt halt lichterloh und die Matrosen auf Deck wissen gar nicht schon gar nicht mehr, wo sie hintreten sollen, weil alles brennt. Ja, und was soll ich sagen, meine lieben Freunde? Ich habe fast die Hälfte des Teams mit diesem Schiff jetzt gleich gekillt. Ich weiß gar nicht, habe ich den jetzt? Ja, doch, das ist auch noch mein Kill. Hammerhart, oder? Also, das ist schon echt super krass. Und im Prinzip ist der Rest jetzt nur noch Formsache. Das Ding haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Weil wir einfach 5 Schiffe noch haben. Die haben gerade noch 2 Schiffe. Unser Flugzeugträger wird sich wahrscheinlich auch jetzt die Schweißperlen erstmal abwischen. Weil eigentlich, wenn man nicht sofort reagiert hätten, dann wäre der platt gewesen. Ne? Aber der war einfach jetzt damit beschäftigt, auf uns zu schießen.
Und deswegen konnte unser Flugzeugträger da so gut wie sauber aus der Geschichte rauskommen. So, jetzt ist Zeitbegrenzung eingeschaltet. Das heißt, das Battle geht jetzt nur noch 5 Minuten. Aber so lange werden wir nicht mehr brauchen. Die Punkte rasseln nach vorne. Und aber es gibt gleich noch was ganz Nettes, was ganz Lustiges. Es wäre einfach nur zu geil gewesen, wenn ich den Kill jetzt auch noch gemacht hätte. Also ich verrate es, ich spoiler jetzt mal so ein bisschen. Und ihr seht, habt es gerade gesehen, ne? Ich fahre auf ihn zu und in dem Moment bin ich einfach für ihn fast nicht treffbar. Und jetzt braucht er eigentlich nur noch eine richtige Salve und ja, dann wäre es mein Kill gewesen, wenn der getroffen hätte, aber leider, oder der zumindest irgendwie, aber ja, leider ist es nichts geworden. Da kriegt er eine Breitseite von den anderen beiden Schiffen da drüben und dann ist das Ding weg. Jetzt stell dir das mal vor, in dem gewehrten Gefecht 4 Kills, ey, das wäre schon, wow, das wäre schon, aber 3 ist schon super geil. Ich habe mich super gefreut, also ein richtig geiles Gameplay, finde ich. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, denn wisst ihr, was ihr zu tun habt, lasst mir mal ein Däumchen dafür oben. So, ja. Jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass die Punkte durchrasseln. Ich komme auf jeden Fall nicht mehr bis zum Flugzeugträger. Der ist einfach viel zu weit weg. Ich schreibe da halt noch mit ihm. Also er macht da noch seine Späßchen so nach dem Motto. Ja, ich kreise das Ding doch rum alleine. Irgendwie, aber es ist ja gar nicht mehr zu schaffen. Und aber schön, wenn Spieler dann halt so reagieren und mit wehenden Fahnen untergehen. Ja. Richtig geiles Gameplay. Ich freue mich super darüber. Und ich finde es richtig cool, dass ich euch das zeigen konnte. 3443 EP, das ist auch ein Haufen Zeug. Vielen Dank fürs Zuschauen, Hotzerin. Tschüss.